Hallo zu einer neuen Ausgabe von Weil. Als ob, heute mit dieser Frage. Hollerbach bleibt bei der Dreierkette, weil sie sich bewährt hat. Das gegen Aufstiegsaspirant Hannover, mal wieder die Null stand zum ersten Mal in der Rückrunde, ist schon mal ein gutes Zeichen. Die defensive Stabilität, in der Hinrunde die Grundlage der Kickers-Erfolge, hat die Mannschaft zurückgefunden. So ist an Ostersonntag vielleicht endlich der erste Dreier des Jahres drin. Als ob die Kickers mit Dreierkette spielen. Schließlich ist der Kapitän der Mannschaft Sebastian Neumann wieder fit und auf den kann Bernd Hollerbach eigentlich nicht verzichten. Und mit den zuletzt starken Schopenhauer, Pissot und Diaz hätte man wieder die eingespielte Viererkette beieinander, die in der Hinrunde ja 8-0 gespielt hat. Gegen ein St. Pauli, das gewinnen muss, kann man eigentlich auf keinen der 4 Defensivspezialisten verzichten. So, und jetzt interessiert uns eure Meinung. Sagt sie uns auf meinpost.de/kickers.